Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in einer meiner Lieblingsstädte. Wisst ihr welche? Powers. Jetzt wisst ihr welche. 4:32 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that care if you're acting 40. Es ist gar nicht so kalt, wie ich dachte in London. Ich sehe aus wie ein Eskimo. Es ist eigentlich ziemlich entspannt. Das Wetter ist geil. Der Vibe ist gut. Wir haben gegessen. Wir werden uns jetzt ein bisschen in der Stadt umschauen. Ein bisschen London ja, wieder kennenlernen. Noch andere Ecken vielleicht raus. Ich weiß selber nicht genau, was wir alles machen werden. This is my first time meeting with a YouTuber. Mate, shut the fuck up. How is your life going here? Really good. Really cool. How is life in London? Cold. Cold? Cold. Yeah, it's freaking cold. Yeah. It's way too cold. Where? On Shay, on YouTube? Yes. Okay. I thought you're gonna follow us now. No. Am I going to see myself also there? Maybe. Yes, why okay. not? Look at me, I'm cute. Bruh. Irgendwann werde ich in London so miese zusammengefahren, weil ich gehe über die Straße und schaue immer in die falsche Richtung. Kannst du schon die Follower? So süß, Alter. Kuss geht raus an dich, falls du siehst. Man kann sagen, was man will über London. Schlechtes Wetter hin oder her. -4 Grad oder so. Ja, es ist nicht warm. Aber es ist nur bewölkt. Es regnet nicht. Es schneit nicht. Also ihr wisst, was es heißt. Das ist 10 von 10 Wetter in London. Und jetzt machen wir uns ein bisschen auf den Weg in die Stadt. Ein bisschen mal schauen, was man hier so alles shoppen kann. Das kann ich euch so ein bisschen zeigen. Und am Ende, irgendwann im Laufe des Videos, ich weiß nicht genau wann, werden wir einen Burger testen gehen, den mir Lukas empfohlen hat. Der gesagt, Bro, das ist ein krank leckerer Burger, den musst du probieren. Habe ich gesagt, ja, Bro. Du kannst schon eine Follower hier. Was aber ziemlich krass ist, wir waren vor einem Jahr hier und ich erinnere mich noch an alles hier. An diese Elefanten, da haben wir irgend so gemacht, Lukas und ich wieder. Und da hinten, glaube ich, waren so Free Drinks oder irgendwas hat man bekommen. Das finde ich richtig nice, wenn du in Städten bist, wo du schon warst. Und dann bist du wieder an diesen Plätzen und erinnerst dich wieder an alles. Nice. Ich bin safe nicht der Einzige, der nicht wusste, wie man diese scheiß Marke ausspricht. OnCloud. OnCloud. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe immer alles gesagt. QC, das ist so eine random Marke. Stellt ein O da und ein C. Ja. OnCloud. Danke an HelloFresh für die Unterstützung dieses Videos. HelloFresh-Rezepte sind wirklich lecker. Ich habe sie schon vor ein paar Monaten mit euch gekocht. Für jemanden, der nicht kochen kann, macht es die Schritt-für-Schritt-Anleitung super einfach. Tut euch was Gutes und wählt zwischen 43 wöchentlich wechselnden Rezepten eure Favoriten aus. Ihr könnt jedes Gericht individuell bearbeiten, so dass es auf euch perfekt abgestimmt ist. Jeder von euch kennt das Sprichwort Zeit ist Geld. Und HelloFresh sorgt dafür, dass ihr euch reichlich Geld und Zeit spart und gleichzeitig auf eure Ernährung macht. Auch die übermäßige Müllproduktion sollte deutlich weniger werden. Darauf achtet HelloFresh. Und das ist bei kleinen Mülleimern sehr, sehr wichtig. Nicht, dass ihr anbrennt, ihr Kollegen, gell? Und es ist auch wirklich stressfrei. Egal, ob du so viel unterwegs bist wie ich oder viel Zeit im Büro verbringst. Mit HelloFresh solltest du dich fit halten können, aber gleichzeitig auch das Essen genießen. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung oder mit dem QR-Code kommt ihr direkt auf die Website von HelloFresh. Mit dem Code HelloRandyGamble bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt plus die erste Box versandkostenfrei. Schnappt euch was von HelloFresh. Guten Appetit. Ich wiederhole, erster Link in der Videobeschreibung und den Code HelloRandyGamble und ihr bekommt bis zu 120 Euro Rabatt und die erste Box versandkostenfrei. Kuss geht raus an die HelloFresh Family. Jetzt geht's weiter Burger essen in London, Baby. London ist eine Stadt, die wirkt eigentlich ziemlich safe, alles entspannt. Ich sag so, ist ein Tipp einfach, den ich euch gebe beim U-Bahn fahren, bei vielen Menschenmengen so. Passt auf euer Zeug auf. Wir sind nur 2 Tage hier, so wir sind sehr, sehr kurz hier. Aber ich habe mitbekommen, dass man so nach London wirklich... Wir in den Flug hin und zurück insgesamt 100 Euro bezahlt. Wenn ich nach München fahre und einen Tag vorher buche, bezahle ich eigentlich mehr. Jetzt fahren wir auf jeden Fall mit der U-Bahn Richtung Soho und werden uns ein bisschen die Shopping-Area anschauen. Mal schauen, was man alles so Cooles findet. Herzlich willkommen an der Liverpool Street. Ladies and Gentlemen, ihr braucht euch keine Tickets kaufen, nichts außer natürlich für Zug. Apple Pay ruled alles. Yes, please. Deutschland, was ist da los? Warum ist das nicht bei uns so? Hier, zack, zack, zack. The man dems in London, fam. With them beanies on. That's how roadmans walk in here, fam. Das ist schon unnötig, Freunde. Genau in solchen Situationen würde ich immer aufpassen. Tottenham, Station, Ladies and Gentlemen. Und jetzt sind wir auch in London angekommen. Es nieselt leicht. Jetzt ist es richtiges
London-Wetter, so würde ich das Ganze nennen. Aber immer noch schön. Randy wird sich wahrscheinlich Uggboots kaufen, früher oder später. Ist mir komplett egal, was er jetzt dazu sagt. Ich werde es wahrscheinlich wirklich machen. Aber nicht dieses normale Modell, sondern ein Special Model. Das ist der neue. Oh, den haben wir hier auch. Echt? Wir haben den bekommen. Coconut Milk. So heißt der. Geil. Wir haben den auch bekommen. Den gefällt? Bruder. Schau mal, wie groß das da drauf steht. Schau dir das an. Was? Bruder, das steht nicht so drauf. Ich zeig dir jetzt einen Gasin. Steht so drauf? Auch nicht, warte. Der Mann sagt einfach, die Schuhe sind gefälscht. Ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber... So schaut das aber nicht aus. Doch, oder? Sagen wir euch zur neuen Kamera, Ladies and Gentlemen. Wie es aussieht, ist da so allerlei Sachen. Harry Potter Sachen, Marvel Sachen. Schauen wir mal rein. Da ist schon diese Map, wo diese Fußabdrücke sind. Aber die fühlen sich auch nicht so. Die fühlen sich. Ah, doch, die fühlen sich gut an. Ach so, da steht Do Not Remove. Wetter wird langsam schlechter und schlechter. Ich muss sagen, es hat, glaube ich, eigentlich hat es. Minusgrade angezeigt, aber es sind keine Minusgrade, da bin ich mir sicher. Es ist eigentlich ziemlich warm, ich habe sogar meine Handschuhe jetzt ausgezogen. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach einem Arc'teryx-Store, wenn man es Arc'teryx ausspricht, ich weiß es nicht. Vielleicht will ich mir da so eine Mütze kaufen oder sowas. Und so, ich war in der Straße, waren wir glaube ich auch noch nicht. So ein bisschen New Things hier, yeah? Sehr, sehr schöner Fleck Erde hier in London. Sehr viele kleine, süße, ich weiß nicht genau, was das ist. Die machen so Ice Cones anscheinend. Was ist das für eine Area? Ist das Soho noch? Ja. Wow. Junge. Sieht ja krank lecker aus. Das sieht auch krank lecker aus. Also hier irgendwo in der Nähe ist auf jeden Fall auch der Burger. Burger Beyond. Ich habe nur einfach gerade gesehen, ich glaube, ich war das letzte Mal nicht wirklich in Chinatown. Ich will da jetzt kurz reinlaufen, mir das ganze Spektakel hier mal näher anschauen. Hey. Ja, bruv. Ist nicht grün, oder was? Ach so, fuck. Sind einfach alle gegangen. Ja, weil alle gegangen sind, habe ich gedacht, das ist grün. Ich muss ehrlich mal sagen, das Wetter hätte uns auch komplett auseinandernehmen können. Das hier ist Hochsommerwetter. Sieht nur ein bisschen grau aus, aber ansonsten ist geil. Wir schauen jetzt in Arc'teryx Store, für alle Leute, die das nicht kennen. Und danach werden wir uns Burger & Beyond näher anschauen. That's the plan. You getting me? Bracca. Ist eh nicht weit, oder? Catch the fool, what do you have? Mein Name ist Ruffy the Monkey und ich werde der mächtigste Pirat aller Zeiten. I never love, I never love. Mit Abstand einer der besten Straßenkünstler, die ich je gehört habe. Herzlich willkommen beim Arc'teryx Store. Arc'teryx Store, wie auch immer der Laden heißt. Nee, die ist zu groß. Es ist es nicht, Bruder. Das ist schon Designer-Shit, die kostet einfach 500 Pfund, das sind 550 Euro. Unsere beiden Flüge haben nicht mal so viel gekostet hier, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich glaube, sie ist ganz gut, Bro. Ja, die könnte man sogar rocken irgendwie. Boah, die ist schon geil. Irgendwas stört mich hier, weißt du, weil so seitlich. Leider waren wir nicht so fündig, es gibt nicht so viele Mützen und so, eine große Auswahl, aber trotzdem sehr, sehr geiler Store, kann ich euch nahelegen, aber ihr müsst einen dicken Geldbeutel mitbringen. Aber ich habe kurz gedacht, die Sonne ist da rausgekommen, so hell war es, als ich da drin stand. Ich habe letztes Mal Pizza Hut in München gegessen, bin gestorben, Bauchschmerzen bekommen. Ich hatte einmal Pizza Hut in Ägypten gegessen, gleiches Spiel. Und ich sage, das liegt nicht an Ägypten, das liegt einfach daran, weil Pizza Hut einfach kacke ist. Aber es gibt sicher auch für Pizza Hut den richtigen Moment, wo du denkst, jetzt habe ich Bock darauf. Oh my God, Kim Kardashian, I love you. Burger & Beyond, Ladies and Gents, wir schauen rein. Vielleicht hätten wir reservieren müssen, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Der Laden ist halt mega klein. Ja, Mann. Sehr, sehr kleiner Eingang, crazy. Was hat er geschrieben? Ob wir Supernova zusammen testen? Vielleicht machen wir es morgen, dann postet das Video irgendwann im Januar. Weil Lukas war da auch erst so blöd, wenn wir das gleichzeitig posten. Hi, do you have a place for two? We got no reservation. Yes. Yeah.
Just don't tell me five, please. No. My heart. Yeah, let's go. Thank you. Es gibt auf jeden Fall bei Burger und Beyond, soviel ich jetzt verstanden habe, keine Smashburger. Cheeseburger, Bacon Burger, Bacon Butter Burger, Boogie Burger, Crispy Fried Chicken, der BFC, Hot Honey, Osoyaki and Mushroom Raclette. Ich würde es auch mal freuen, wenn ihr in die Kommentare reinschreiben würdet, ob ihr Bock habt, dass Randy euch mal Nando's zeigt. Nando's Chicken ist eine Institution in England, die einfach krasse Chicken Wings machen. Ich weiß nicht genau wie geil, ich habe es auch nur einmal gegessen, schon ein bisschen her. Und da gibt es so verschiedene Schärfestufen und wir da einfach uns mal durcharbeiten, alle Schärfestufen probieren und schauen, wie scharf sind die wirklich. What do you think, is a single better or a double? Double. Double? Okay, then we take the double cheeseburger. Medium. No fries, dirty tots. Bestellung ist gemacht, es war ein bisschen kompliziert. Die Frau hat uns jetzt von anderen Sachen überzeugt. Wir wollten eigentlich nur zwei Sachen nehmen, jetzt haben wir drei. Show me your muscles, bro. Hang on, man, bro. We have to travel back in time to do it. Rein optisch mega. Ich sag so, wie es ist. Die sehen ein bisschen, Panade sieht ein bisschen aus wie bei Goldies, fühlt sich aber ein bisschen fester an. Naja, obwohl, nee. Sieht schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Chili ist mit in der Panade drin und Salzflocken drüber. Komplett krankes Chicken. Komplett krank. Perfekt salzig, geile Panade. Alleine schmeckt es schon richtig krass. Also richtig krass. Es schmeckt jetzt noch so weit. Du hast keine harten Stellen. Und dann so eine Gurke zum Zwischendurch den Mund erfrischen. Junge. Sieht aus wie Schnee darauf. Ist super lecker. Es sieht viel heftiger, deftiger aus, als es ist. Es macht voll Sinn vom Geschmack. Ist mega weich. Ich finde einfach, es ist eine coolere Alternative als normalen Fries. Ich weiß nicht mal, ob ich das Chicken besser finde. Junge. Das Fleisch sieht so perfekt aus, Alter. 3, 2, 1, bon Appetit. Kruste ist unschlagbar, Alter. Ich kann mich gerade nicht mal mehr. Ich glaube, die letzte Kruste, die ich so hart gefeiert habe, war in Wien bei diesem Burgerstand, wo man bis nachts essen kann um 11 Uhr, 0 Uhr, 2 Uhr. Die Kruste ist noch mal krasser. Boah, dieser Biss macht Spaß. Gefühlt außen ist das Fleisch verbrannt, aber es ist genau kurz davor. Und dann in der Mitte, wirklich perfekt. Lukas, dicker Kuss geht raus. Der wirkt kurz ein bisschen trocken, habe ich erst gedacht, aber es kommt dann trotzdem schon noch. Wie schaffst du so eine Kruste hinzukriegen, ohne dieses Fleisch zu smashen? Ja genau, das ist eine gute Frage, aber ich bin ehrlich, das schmeckt eigentlich wie ein Smashburger. Das zeigt mir, die machen das mit Kopf hier. Weil ich kann auch ein Fleisch smashen, bis es nicht mehr sichtbar ist, dann habe ich auch eine Kruste. Stimmt alle, ja, die werden mit heftiger Temperatur arbeiten, genau die richtige Temperatur. Es fühlt sich auch an, als wäre das Fleisch in irgendeiner Soße kurz reingetunkt worden oder so, ich weiß nicht. Aber sehr, sehr crazy lecker. Digga, London ist so gut gestartet. Ja, Bruder. Wie, ist es eine Käsesoße? Was ist es? Barbecue. Ich habe noch nie gelbe Barbecue-Sauce gesehen. Das macht böse Spaß. Ja, Mann. Wir haben auch einfach rohe Zwiebeln rein, Digga. Ich liebe die dafür. Das ist wahrscheinlich mein favorite Burger, den ich hier gegessen habe in London. Das hier ist der Call. Also Ranch Sauce mit Barbecue, mit Buffalo Sauce ist eine 10 von 10 in der Mischung. Das macht einfach nur Spaß. An jeden, der herkommt, bestellt das Menü genauso. Ja, Mann. Genau bei allen dreien ganz bisschen. Ja. Wenn ich jetzt eine Bewertung abgeben müsste für diese drei Sachen, die würden denken, ich lüge. Kommt sie her, bestellt genau dieses Menü. Hey, Burger und Beyond, ich sag euch so, wie es ist, ist mein favorite Burger gewesen, den ich in London jemals gegessen habe. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich würde dem Burger wahrscheinlich eine 9,0 geben oder 9,3. Der ist einfach nur krass gewesen. Perfekter Tag. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Im Dezember ein Marathon. Von 2. bis 24. Dezember kommt jeden zweiten Tag ein Video. Viel Spaß. Gute Nacht. Zu leid. Es habe mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. Schau ich mal das an, wie das Fleisch hier runtergeht.